Was geht ab, Leute? Wir laufen heute wieder richtig langsam, denn wir sind wieder zurück bei dem Speed Simulator. Ja, falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, checkt ihr auf jeden Fall aus, Freunde. Heute werden wir probieren, die schnellste Geschwindigkeit zu erreichen, die es jemals gibt. Wir können hier nämlich einfach klicken, kriegen dann jedes Mal 89 Speed dazu. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel was einsammeln, kriegen wir jetzt schon 178, aber wir sind gerade sogar nur in der normalen Welt. Wir haben ja schon mal zwei Welten freigeschaltet, indem wir auch so Parcours und so hinterlegen, Leute. Und sind hier sogar in der Schneewelt, wo wir fürs Klicken und Aufsammeln so richtig, richtig viel bekommen. Freunde. Nicht mehr normal. Wenn ihr davon auf jeden Fall noch vielleicht einen dritten Part sehen wollt, falls ihr heute nicht alle Maps freischalten, dann lasst auf jeden Fall jetzt gerne mal einen Like da und dreht auf jeden Fall mal euer Handy und drückt mal auf den Abo-Button, noch auf die Glocke, Freunde. Und dann auf jeden Fall, Leute, drückt auf den Like-Button. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Wir probieren jetzt hier. Oh, wir können sogar ein Rennen beitreten. Oh nein, ich habe es leider verpasst, Freunde. Na gut, okay. Also, wir können jetzt hier ein bisschen rumlaufen, rumklicken und müssen jetzt probieren, 6 solcher Rebirth zu bekommen. Wir haben jetzt gerade, wenn ich jetzt so schaue, haben wir jetzt gerade 5. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch nur noch kurz 30.000 einsammeln, also 30.000 bekommen, und dann können wir nämlich, guck mal hier, Leute, wir können ja auch theoretisch das Ei kaufen für 30.000, weil dann können wir nämlich die nächste Sache freischalten, die nächste Welt. Hier können wir sogar, wow, einmal so einen Vorwärtssalter da durchmachen. Hier vorne können wir zum Beispiel auch nochmal durch den roten Ring, yeah, der rote Ring bringt quasi am meisten, und jetzt können wir schon wieder einmal rebirthen, Freunde, so zack, jetzt sind wir wieder, oh, ganz langsam, und können jetzt wieder hier ein bisschen Speed auf jeden Fall generieren, Freunde. So, auf jeden Fall kommt gleich sogar ein nächstes Rennen. Also, falls wir das nächste Rennen gewinnen, wäre auf jeden Fall echt mega, mega cool. Das geht schon in 3 Sekunden los. Also, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier noch schnell ein bisschen was einsammeln, dass wir hier nochmal ein bisschen Dinger bekommen. Obwohl, nee, das Rennen war gerade. Das startet jetzt wieder 100 Sekunden. Na gut, okay, gut. Dann sammeln wir lieber nochmal hier so ein bisschen Geschwindigkeit ein. Weil, Leute, wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen. Dann können wir schon die nächste Welt wieder freischalten, Freunde. Hier, guck mal, wie wir richtig heftig abgehen, Alter. So, ich würde mal sagen, Freunde, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Ich gehe mal wieder ganz kurz hier durchs Tor und kaufe mir jetzt mal wieder ein Ei für Robux, Freunde, ja? Ich habe es ja in der letzten Episode auch schon gemacht. Hier ist nämlich so ein Ei, und zwar ein limitiertes Ei, Leute. Und da kann man epische Sachen legendär oder sogar göttlich bekommen. Wir haben ja einmal diesen Flash hier bekommen, den haben wir jetzt auch hier quasi da. Aber können jetzt theoretisch auch ein göttliches Ei bekommen, Freunde. Deswegen kommen wir, öffnen jetzt mal ganz kurz ein Ei für 299 Robux, Freunde. Wünsche mir auf jeden Fall Glück. Und jetzt wackel, 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 wackel. Komm, bitte. Göttlich, Leute, was? Wir haben das Ei bekommen mit einer 3%igen Chance. Oh mein Gott. Guck mal hier, wir können jetzt das quasi auswählen. Das bringt uns 55 Speed, Freunde. Alter Schwede. Okay, pass auf, warte, wir haben jetzt die Mumie plus 12. Und pass auf, wir machen den Skorpion weg. Der kommt weg, jetzt machen wir auf jeden Fall Zoom ran. Alter, wie viel Geld wir jetzt allgemein machen müssen, ne? Pass auf, wir können jetzt sogar auch theoretisch alle so zusammen, glaube ich, upgraden. Wenn wir, wenn wir drei gleiche haben, das heißt, wenn wir zum Beispiel drei Hühnchen hätten, dann können wir zum Beispiel alle zusammen machen und dann kriegen wir dadurch zum Beispiel ein neues Pad auch. Aber Leute, wir kriegen jetzt da so viel Speed, das ist ja unnormal. Guck mal hier, allein fürs Klicken kriegen wir jetzt schon 144. Alter, Leute, das ist ja sowas von cool. Wir haben gerade so ein heftiges Glück gehabt mit dem Ei. Und das nächste Rennen geht jetzt auch schon los, und zwar in 7 Sekunden. Und wenn wir das Rennen gewinnen, kriegen wir auf jeden Fall richtig, richtig viele Punkte, richtig viele Geschwindigkeitspunkte, Freunde, mit denen wir dann danach die neuen Welten und so freischalten können. Deswegen kommen wir, gehen jetzt mal hier ins Rennen rein und klicken auf jeden Fall noch ein bisschen, dass wir auch richtig, richtig schnell sind, Freunde. Und ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall gleich losgehen. Hier sind noch zwei andere mit am Start. Es müssen halt noch ein paar kommen. Oh, 3, 2, 1. Und go! Und zack, Leute, komm! Wir werden jetzt hier richtig, richtig schnell dieses Rennen absolvieren, Freunde, mit unseren heftigen Pads, die wir hier haben. Einfach ein göttliches Pad, Freunde. Das ist wirklich nicht mal normal, ne? Wenn wir jetzt die Erste werden, kriegen wir, glaube ich, so irgendwie so 70.000 oder so, ne? Und zack! Und zack, und Sprung, und der letzte Sprung, yeah! Leute, wir haben gerade 20.000 bekommen, wie cool ist das denn? Komm, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt dafür in die neue Welt rein, und zwar genau hier. Und dann gehen wir hier vorne hin und können jetzt hier einen neuen Weg freischalten. Wir können jetzt nämlich ein Obby machen, Freunde. Hier einmal ganz kurz, zack, und kaufen. So, alles klar. Und, wir haben immer noch 99.000, Alter. Wie cool ist das denn? Das heißt, man behält sogar sein Geld. Okay, jetzt müssen wir quasi nur noch hier diesen Bereich schaffen, Freunde. Und zack. Und zack. Und zack. Und, oh Gott. Zack. Oh, ey, das wird ja immer schwerer, ne? Leute, der Parcours wird hier auf jeden Fall immer, immer schwerer. So. Bloß nicht auf den Boden fallen. Ich weiß dann nicht, was dann passiert. So. Und hier auch nochmal ran. Und, boah. Okay. Hier die letzten Sprünge, Freunde. Die sind nochmal richtig schwer. Und jetzt durchs Tor, neue Welt freigeschaltet. Und das ist hier die, oh mein Gott, die Lava-Welt, Leute. Alter Schwede.
Hier ist die neue Lava-Welt. Guck mal, wir können jetzt hier auch durch den... Ey, nein, der hat mir den Ring geklaut. Hier, Leute, wir brauchen jetzt 9 Rebirths. Und ein Rebirth kostet gerade 43.000. Ich guck mal ganz kurz, ob ich mir hier noch ein neues Ei kaufen kann. Weil sonst würde ich gerade einfach nur Geld wegwerfen. Hier, für 50.000 kann ich mir hier ein Ei kaufen. Und zwar, zack, einmal öffnen. Und, dafür muss ich einmal trotzdem Rebirth, ne? Na gut, Freunde, machen wir mal Rebirth hier, zack. Haben jetzt quasi unnötig Geschwindigkeit ein bisschen gesammelt. Also überschussmäßig, aber das geht auf jeden Fall auch klar. So, jetzt hier wieder ein bisschen einsammeln hier, Leute, damit wir auch wieder schneller werden und so. Das nächste Rennen geht auf jeden Fall auch schon wieder in 43 Sekunden los. Wäre auf jeden Fall echt mega cool, wenn wir das auch absolvieren können. Aber ich möchte unbedingt gleich noch da vorne, weil wir brauchen dann 9 Rebirths, ne? Wir haben jetzt gerade 7. Das heißt, wir müssen noch zweimal rebirthen hier, um dann noch 115.000 zu sammeln, um dann hier diesen Lava-Parcours da vorne zu machen. Alter, das wäre halt mega, mega cool, ne? So, pass auf, hier nochmal ein bisschen einsammeln. Ich würde auch sagen, wir können uns gleich nochmal hier diesen Magneten kaufen, oder? Genau, für 50, aber ich würde dann mal gucken, im Shop kann man zum Beispiel auch noch hier die ganzen Boost-Sachen kaufen, dass wir nochmal so einen Regen haben und allgemein richtig coole Sachen bekommen. Ich guck mal ganz kurz, was wir so für Boost-Sachen haben. Wir haben noch einmal hier mal 5 für 15 Minuten, Leute. Was? Mal 5? Okay, komm, wir machen jetzt mal 5, Freunde. Das ist ja voll heftig. Jetzt haben wir hier diesen Boost aktiviert. Jetzt kriegen wir gerade einfach mal 5. Was? Okay, komm, warte mal. Wir werden das Rennen kurz aktivieren und wir kriegen jetzt einfach gerade... Lol, alles einfach mal 5. Das ist ja richtig, richtig heftig, Freunde. Oh mein Gott. Das Rennen geht jetzt hier gleich los. 3, 2, 1 und go. Und los. Ja, Alter, wie schnell sind wir, Freunde? Ich springe ja sogar schon fast drüber über die ganzen Sachen. Alter, ich hätte mal diesen Boost mal vorher kaufen sollen. Das ist ja richtig übertrieben. Einfach mal 5. Freunde, guck mal, wir haben jetzt einfach schon wieder 118.000. Oh, und zack. Und Sprung. Und ins Ziel geschafft, Freunde. Alles entspannt. Komm, wir gehen mal wieder da vorne ganz kurz hin. Und zwar hier wieder in den Bereich rein. Und können jetzt hier vorne... ich muss einmal ganz kurz nochmal rebirthen. Genau, jetzt kann ich mir wieder ein Ei kaufen. Ich würde mal sagen, komm, wir kaufen uns mal eins hier. Zack, zack, zack. Bisschen Glück jetzt hier. So, und... Ja, okay. Ein Feuerhase. Kann man mitnehmen, Freunde. Ein Feuerhase nehmen wir auf jeden Fall mit. 59.000 kostet. Jetzt können wir uns zum Beispiel noch ein Ei kaufen, Leute. Und dann rebirthen wir mal. Sonst würden wir ohne dich Geld ausgeben. Jetzt hier nochmal ein Feuerhase bekommen. Okay. Finde ich sehr, sehr gut. Komm, dann, warte, wir können jetzt hier, ich würde mal sagen, wir kaufen uns nochmal ganz kurz ein Ei. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Feuerhase. Dann können wir den kombinieren, Freunde. Das wäre ganz cool. Aber jetzt haben wir einen Phönix noch bekommen. Komm, ich würde mal sagen, Freunde, wir rebirthen jetzt mal ganz kurz. So, zack. Ah nee, warte mal, mir fehlt ein bisschen was. So, und jetzt können wir rebirthen. So, okay, jetzt haben wir schon 8 Rebirths. Einen brauchen wir noch, damit wir quasi hier dieses Schloss freischalten können, Freunde. Ey, das wäre halt so, so heftig, ne? Das ist mal ohne Spaß, ne? Was wir hier einfach für Dinge bekommen. So, pass auf, ich guck mal ganz kurz. Wir können nämlich noch einmal, ich glaube, rebirthen für 70.000. Perfekt, Freunde. Ah nee, pass auf. Einmal so, jetzt können wir rebirthen. Ah ne, 77.000 brauchen wir, okay. Und zack, 77.000 haben wir jetzt auch schon gesammelt. Alter, wir kriegen gerade so viel heftige Sachen. Ja, das ist ja unnormal. Guck mal hier, wir müssen mal die Feuerbahn, die bringt 17 Speed. Das heißt, die Mumie können wir mal wieder wegmachen. Und können jetzt, oh, sogar Phönix bringt 20. Okay, jetzt kriegen wir sogar noch mehr Geschwindigkeit pro Klick, Freunde. Auch wenn wir hier diese ganzen Sachen einsammeln. Guck mal hier, wir haben jetzt einfach gerade schon wieder 60.000. Das ist ja unnormal, Freunde. So, ich guck mal gerade ganz kurz. Wir können nämlich, wenn wir jetzt noch einmal so ein Ei kaufen und jetzt so ein Feuerbunny bekommen, Leute, dann können wir den kombinieren. Dann können wir nämlich... Oh, was ist das denn? Ein Feuerking. Okay. Den haben wir zum Beispiel auch noch nicht bekommen. Aber ich möchte jetzt gerade mal ganz kurz so ein Feuerbunny bekommen, weil dann können wir die quasi kombinieren und daraus ein richtig heftiges Pet, glaube ich, machen. Genau, jetzt haben wir hier 3 von denen. Also auf jeden Fall hat es mir jemand in die Kommentare geschrieben. So, und jetzt einmal ganz kurz hier. Ja, jetzt können wir alle upgraden. Hier, wir haben alle 17, jetzt upgraden wir die mal. Und jetzt haben wir einen Feuerbunny mit 25 Speed. Das heißt, besser als der Phönix. So, hier, Leute, Feuerbunny in Gold einfach. Alter, das ist halt so richtig, also das ist halt so cool, Freunde. Und ein nächstes Rennen geht schon wieder los. Ich muss sagen, das Rennen sparen wir uns jetzt ganz kurz. Wir können jetzt hier nämlich gleich schon, pass auf, 9 Rebirths. Wir haben jetzt gerade 9 Stück. Ich würde mal sagen, Freunde, wir sammeln jetzt mal ganz kurz hier nochmal auf die 115.000. Das haben wir jetzt auch ganz schnell gleich erreicht, Freunde. Und zack, erreicht. Und kaufen jetzt mal hier den Weg hier frei. Jetzt haben wir hier diesen Vulkanweg. Oh mein Gott, Alter. Wie heftig sieht das denn hier aus, Leute? So, Sprung und Sprung, Sprung. Wow. Und wow. Ey, ohne Spaß. Das sieht halt so heiß aus gerade. So, was haben wir hier vorne noch? Genau. Hier geht es nochmal weiter. So, hier um die Ecke. Und dann haben wir es gleich schon geschafft. Lol.
Wir sind schon wieder in der neuen Welt. Hey, wie cool ist das denn? Wir sind jetzt hier in der neuen Welt, Freunde. Und in dieser neuen Welt... Alter, wie schnell sind wir gerade, Leute? Ohne Spaß. Wir sind gerade übertrieben schnell. So, pass auf. Hier können wir jetzt nämlich noch ein Ei kaufen. Aber es kostet 11 Rebirths. Komm, wir machen nochmal ein Rebirth, Freunde. So. Und mal gucken, was wir so für Sachen bekommen. Hier kriegen wir zum Beispiel so für die Sachen so 12.000 Speed und sowas. Auch für den roten Ring. Guck mal, wie viel wir da gerade bekommen. Fast, Alter, 28.000 gerade für den roten Ring. Okay, der nächste Rebirth kostet 122.000. Das ist auf jeden Fall gut teuer, aber wollen wir mal gucken, dass wir den auf jeden Fall auch erreichen. So, jetzt hier nochmal ganz kurz den gelben Ring springen, perfekt. Hier vorne nochmal ganz kurz den roten nehmen, so. Und hier Rebirth kaufen, Freunde, so. Jetzt können wir auch, guck mal, wir brauchen jetzt 13 Rebirths hierfür, um diesen Parcours hier zu machen. Das ist quasi dieser ganz, ganz heftige Parcours. So, Leute, pass auf, wir können jetzt hier vorne gleich dieses Ei kaufen. 75.000, dafür brauchen wir 11 Rebirths. Ich habe gerade 11, also es wird sogar passen. Komm, dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen... paar Sachen so, hier, dann zack, Sprung, auch nochmal da durchgesprungen, Leute, das ist sehr, sehr gut, hier nochmal alles einsammeln, weil die bringen nochmal extra viele Sachen, hier vor allem die roten und so, und jetzt zack, perfekt, Freunde, und der nächste Rebirth kostet 150.000, ich würde mal sagen, wir kaufen mal ganz kurz das Ei hier für 75.000, mal gucken, was wir jetzt da drin haben, und kommt bitte ein Vampir, okay, Leute, ein kleiner Vampir. Wie viel bringt der dann so, der Vampir? Der bringt 18. Okay, der bringt halt gerade nicht so viel. Also da haben wir quasi diesen goldenen Hasen. Der bringt auf jeden Fall viel, viel mehr. So, Rebirth kostet 149.000. Dann kaufen wir mal ganz kurz. Werden wir jetzt wieder hier neue Sachen einsammeln. Gelb ist immer ganz heftig. Rot ist dann das heftigste, Freunde. So, alles einsammeln, wie es nur geht. Und jetzt hier durch den roten Ring nochmal springen. Yeah! Okay, sehr, sehr gut. Und zack, 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 zack. Hier brauchen wir 13 Rebirths. Wir haben jetzt gerade 12, das heißt einer noch. Da können wir gleich schon sogar durchs nächste Tor gehen, Leute. Ey, das wäre ja so brutal, wenn wir jetzt gleich schon im nächsten Tor jetzt schon wieder sind, ne? So, pass auf, jetzt einmal hier 179.000 kostet der nächste, okay. Und haben wir jetzt auch schon eingesammelt. 179.000 Rebirth. Jetzt haben wir 13 Stück. Jetzt brauchen wir nur noch einmal ganz kurz 175.000 Geschwindigkeit. Rennen machen wir jetzt gerade nicht, weil das bringt gerade nur 20.000. Also das ist nicht so besonders viel, was wir denn bekommen. Hier nochmal alles Rote einsammeln, weil wenn wir jetzt einfach hier die ganzen roten Sachen einsammeln, kommen wir viel, viel schneller voran, als wenn wir jetzt das Rennen machen. Weil wir kriegen, guck mal Leute, guck mal hin, wir kriegen 16.000, wenn wir ein rotes Ding einsammeln. Einfach 16.000. Quasi drei Rennen, richtig schnell gemacht, Leute. So, jetzt hier nochmal alles einsammeln. So, und 175.000 haben wir jetzt auch erreicht, Freunde. So, und jetzt können wir hier auch schon zack reingehen und das kaufen. Und sind jetzt hier auch in der nächsten Zone. Und das hier ist quasi der Knochenbrecher oder irgendwie sowas. Oder so ein Geisterparcours. Und oh, okay. Nein! Wow, okay, ich habe Glück. Ah, man geht ja wieder an den Anfang, okay. Okay, Leute, man geht auf jeden Fall wieder an den Anfang, wenn man hier runterfällt. Das heißt, wir dürfen hier auf jeden Fall nicht runterfallen. So, puh. Und zack, okay, weiter geht's hier auf den Knochen, auf dem Bereich hier. Vorsichtig, ein Knochen, noch ein Knochen. Oh, ey, wir sind so schnell, Leute, ich kann es fast gar nicht kontrollieren. Aber jetzt sind wir hier auch schon und Leute, wir sind hier einfach im Königsparadies. Was geht denn hier bitte schon ab? Oh, warte, wir können jetzt hier noch ein Ei kaufen für 115.000. Würde man sagen, wir kaufen uns wie immer das goldene Ei. Wenn wir hier 1%ige Chance bekommen, ne, dieses Einhorn, das wäre ja richtig, richtig heftig, Freunde, wenn wir jetzt hier dieses Einhorn bekommen. Aber nein, leider nicht, Freunde. Leider kriegen wir es nicht. Wir brauchen jetzt hierfür, brauchen wir 15 Rebirths und 250.000 Geschwindigkeit. Alter, das ist ganz schön viel, ne? Wir haben jetzt hier nämlich noch drei neue Tore, die wir noch freischalten können. Ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall dann im nächsten Part machen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo da, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt. Und abonniert diesen Kanal, Freunde. Checkt auf jeden Fall noch eins von den beiden Videos, aus, die ihr gerade seht. Einfach draufklicken und tut mir den Gefallen. Schaut dir täglich vorbei. Ihr könnt nämlich extra Roblox-Folgen für dich.